Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Draro. Ich bin jetzt gleich direkt nach der zweiten Folge zu der dritten Folge aufnehmen. Also sind noch diese Todespunkte, die mache ich dann im nächsten Part weg, weil Xeros Minimap brauche ich nicht, will ich schon eine Map haben. Und hoffentlich muss ich nicht die World, Xeros World Map noch rauswerfen. Ich hoffe, das ist einfach von der Minimap. Ja, wir sind jetzt hier in der Nähe von unserem Haus und erkunden einfach mal kurz noch ein paar Biome. Eventuell hier irgendwo ein anderes Volk dann planen. Derjenige, der zuerst möchte, das Volk könnten doch dann auch König sein. Oder, ja, vielleicht ist es ja eine Demokratie. Also ich werde eventuell eine Demokratie machen bei den Kelten. Weil ich finde es einfach viel besser natürlich. Ich möchte nicht Herrscher sein. Okay, hier haben wir ein Biom, das mit Fichten ist. Fichten brauchen wir ja für das Reittier, für das Flugtier, das Rentier. Und deshalb müssen wir jetzt mal kurz hier ein paar holen. Das können wir auch hier, das sind ja anpflanzbare Sachen. Geh weg. Ja gut, aber... nicht töten. Nein. Nicht so arg. Okay. Boah, ich sterbe schon wieder fast. Die machen das viel zu Schaden durch den Dungeon Tactics Mod. Vielleicht auch Level Up Mod. Wahrscheinlich die Schaden auch viel zu hoch. Ja, das ist so ein Zweifach-Ding. Das müssen wir noch ein bisschen anpassen können. Oder einfach halt, ja, was das Schwere ist, dass wir ein bisschen zu mehr zusammenspielen. Also wer Lust hat, mit mir zu spielen, darf gerne natürlich in den Let's Play-Folgen dabei sein. Aber für mich ist es noch ein bisschen zu schwer. Das sind so komische Fädenwürmer, also so flache Würmer. Hallo, ich will nach oben. Nochmal eine Hexe. Ja. Nochmal ein Creeper. 1000 Creeper. 1000 Creeper. Okay, Creeper. Geht's dir gut? Du wusstest doch, dass ich nicht Schaden bekomme. Jetzt haben wir aber kein Essen mehr. Okay. Es ist so gefährlich hier. Es wird irgendwie nicht mehr Tag. Jetzt haben wir schon 1 Uhr. Und es ist immer noch nicht Tag. Sollte doch eigentlich mal... aber wir haben keine Sonne mehr. Kann das sein, dass wir keine Sonne mehr haben? Dass es immer Nacht bleibt. Scheiße. Und ich dachte, das wäre alles fertig mit dem Modpack. Aber das ist einfach wegen dem Server so. Im Singleplayer ist das natürlich nicht so. Oh, hier ist die Hexe, glaube ich. Okay, so ist gut. Der Creeper soll nur da unten bleiben. Ja, sicher! Wo kommen denn die Monster über? Her! Ja. Plötzlich wieder 2 Monster hier. Ja, klar. Spawn einfach zu viel auf. Die Minimap ist leider auch ein bisschen verbuggt. Ja, gut. Wenn das so ist. Ach komm jetzt. Ja, ist schon merkwürdig, was so mit dem Server los ist. Das müssen wir alles noch fixen. Das ist einfach noch Pre. Tut mir leid, das ist so nervig. Aber für mich ist es auch ein bisschen spannend. Also jetzt haben wir Fichtensetzlinge, aber noch nicht genug. Ja, die pflanzen wir lieber zu Hause an. Ja, gut. Es ist zu gefährlich. Wir gehen noch ein bisschen unten durch am besten. Ich will jetzt nicht direkt wieder nach Hause. Es könnte ja wieder Tag werden, aber scheinbar nicht. Ja, die Sonne fehlt. Also der Mond fehlt, alles fehlt. Irgendwas ist... also am Anfang war die Sonne da. Da haben wir Tatnachrichtung gehabt und jetzt plötzlich ist die Sonne nicht mehr da. Also macht das Modpack Stellar Sky irgendwelche Probleme. Dann eines der Schutzplugins, dass wir nicht schlafen können. Und
Es macht noch Probleme, dass es halt ein bisschen leckt durch den Animal Plus Mod. Okay, die Sachen könnten wir eigentlich relativ gut fixen. Wenn jetzt nicht weites ist, dann sollte das eigentlich bald auch richtig zur Verfügung stehen. Dass es selber nicht mehr leckt. Dass nicht mehr Tag, Nacht ist, oder? Dass man nicht schlafen kann. Das alles kann gefixt werden. Aber der Techniker muss halt jetzt auch wieder Zeit haben. Der hat halt eine schwere Arbeit, lange Arbeit. Dann hat er immer wieder, ja, andere Sichte, andere Games, die ihr suchtet und so weiter. Das ist sicher mal ein... Ja, dort müsst ihr fernbleiben, das zieht das Boot runter. Also dort, wo der Bug ist. Oh. Ja, ist gut, ich hau ab. Wieso spawnen die so spät? Scheiße. Geh mal zum Piratenschiff. Einfach mal durchschwimmen. Ich hoffe, ich überlebe. Hallo. Ja, der Ancient Warfare 2 Mod ist halt auch sehr schwer für den Server. Aber den müssen wir da einfach drin lassen. Okay, das ist ja ein mega geiles Let's Play. Wir haben das so mega schwer. Ich kann ja nichts machen. Was soll ich machen? Ich hab doch Angst. Von diesen NPCs. Ja, wir müssen mehr Eisen. Also in der nächsten Folge, wenn jetzt noch nicht das gefixt ist und so, machen wir einfach Mining-Folge. Damit wir so schnell wie möglich OP werden. Und ja, endlich auch einen Bogen. Das sind keine Leute. Das sind da Leute. Ein Zombie-Schiff scheinbar. Ich höre Zombies. Okay. Aber ich wage jetzt einfach noch ein bisschen. Nein. Wir werden hier trotzdem sterben. Wir müssen weitermachen. Okay. Hallo. Lass mal offen, damit ihr rauskommen könnt. Okay, Bücherregal. Oh, Goldblock. Haben wir schon wieder voll? Ist das Spawner? Spawner-Scherben, okay. Eine Battle-Axt, 0,7, 1,6. Okay. Diese Eier. Was noch mit? Baumkristall. Das noch mit. Ah, Rose. Keine Fleisch nicht mitnehmen. Obsidian. Was ein Holding. Nightberry Juice. Nehmen wir immer nicht mit. Wormwood Seeds. Können wir Kupfermünzen. Das ist nicht so viel wert. Ich hoffe, die können wir dann irgendwie mehr machen. Dass wir die erstellen können. Was soll ich weg? Was ist das? Tombo Heliomancy. Okay. Oh. Nice. Ja, Inventory Problems. Noch
sein. Lässt mich alle hier niederschneiden. Krass. Warum ist längere Fotos dran? So, was nehmen wir alles mit? Wir nehmen mal den Bruchstein nicht mit. XP können wir einsetzen. Ja, okay, nicht so viel. Den nehmen wir mit und noch einen anderen. Machen wir einfach das Graves Dust. So, mal einsetzen. Schwarzeichenbretter brauchen wir nicht. Karotten. Dieses Grave Dust. Gebratenes Schweinefleisch beim Essen. Und wo ist Kaninchen? Ruftrank der Feuerresistenz nehmen wir doch mit. Also in den Werfen ist wahrscheinlich nichts drin. Nö. Okay. Diamantkristall nehmen wir mal mit. Ja, ich habe einfach keinen Platz mehr. Fisch nehmen wir mal nicht mit. Hearthjar ist wahrscheinlich einfach zum einen Herz heilen schnell. Drohne brauchen wir nicht. Eisen möchte ich mitnehmen. Essensrationen brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Und Magic Tiefer brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, das Summon und Palendium brauchen wir wahrscheinlich nicht so oft. Fäden brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber Biomkristall brauchen wir. So. Dann haben wir noch Lavender-Seeds. Rote Beete. Rote Beete. Chunk of Sunstone. Nehmen wir auch mal mit. Für die Holzkohle. Hä? Okay, jetzt sind wir voll. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Dorf, zum Haus. Riesige Essiggurken sein. Nee. Okay. Das haben wir gesäubert, das Schiff. Aber jetzt komme ich nicht gut raus. So, leider können wir noch nicht schwimmen. Das ist erst 1.13 reingekommen, wir sind auf der 1.12. Schade. Also scheinbar ist das der Spawn, weil, ja, genau. Okay, ein Waypoint für Haus brauchen wir noch. Aber hier in dieser Welt ist wirklich keine Sonne, also es bleibt immer Nacht. Okay. Keine Ahnung, was das für ein Bug ist. Okay, noch kurz auf die Dauer schauen. Ja, ist noch nicht so. Also dann geben wir jetzt noch meinen. Für alle Leute, die nicht so gerne meinen zuschauen, dürfen gerne jetzt beenden das Video, wenn sie wollen. Sonst dürft ihr gerne noch weiterschauen. Aber ich sage jetzt einfach, dass es jetzt nicht mehr so interessante Sachen gibt, hoffentlich. Mal gucken. Ansonsten müssen wir halt auch die Veröffentlichung noch ein bisschen verschieben, bis die Dinge für Dinge ist. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt momentan nicht auf den Server kommt, weil ich jetzt sage, ja, es wäre noch nicht so gut, auf den Server zu kommen. Das ist alles wirklich noch nicht getestet worden. Ich habe jetzt einfach mal den Server angemacht und ich war natürlich so ungeduldig, dass ich, ja, da schon natürlich gleich begonnen habe mit dem Let's Play. Aber dafür ist es ja auch spannend, das Let's Play.
So. Machen wir das gleich mal hier. Ein bisschen weiter weg. So. Ja. Doch, das ist nämlich auch in die andere Kiste. Okay. Und jetzt, das noch hier reinlegen, das auch. Das Eisen kommt ja mit. Die Karotte muss ich anpflanzen und der Trank. Ah, oh. Ihr seid so wirklich leise. Hör euch hin. Nur das habe ich ein bisschen gehört. Wir haben 4 Setzlinge, die müssen wir unbedingt anpflanzen, dass die wachsen, aber wir haben keinen Platz hier. Mach mal einen hier oben hin. Den pflanze ich schon mal an. Ich hoffe, die wachsen hier, aber ich glaube, die wachsen hier nicht. Vor allem ist es halt Nacht, oder? Muss vielleicht irgendwo noch ein paar bekommen. Mal ausleuchten. Die brauchen mal ausleuchten. Die müssen auch noch wachsen, die Büsche. So. Und einen Setzling kann ich noch hier auch anpflanzen, wenn ich Erde hätte. Erde. So. Das sollte eigentlich gehen. Und bitte nicht die Erde immer kaputt machen. Das sollte echt nicht kaputt gehen. Hier oben spawnen immer Monster, also mach ich mal hier oben auch ein bisschen ausleuchten. Das ist jetzt so ein bisschen nicht die größten Leuchten, ne? Und hier voran. Nicht vergessen. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Frieden, Freude, Eierkuchen. Ja. Ja, ja. Shit. Da haben wir auch mal noch fertig. Ja, nicht ganz alle, aber ziemlich. So. Hier auch nochmal ausleuchten. Was ist das eigentlich? Ah, die brauchen wir. Sehr gut. Die geben wahrscheinlich sehr viel, Dings. Nahrung. Wow. Draco ist schnell draufgekommen. Traubenholz. Pflanzen wir das an. So, machen auch ein bisschen Licht hier. Ein bisschen mehr Licht. Haselnüsse noch mitnehmen. Hier auch Licht. Damit wirklich keine Monster hierher kommen können. Auch wenn immer Nacht ist. So, Fledermaus. Also Grape. Purple Grapes, okay. Noch mehr Tropenholz. Ach, so viel Tropenholz, von wo? Sehr gut. Unbedingt mal noch einen Brustpanzer machen. Und den Rest müssen wir leider auch sparen. Was haben wir eigentlich? Wir haben doch... Ah, wir haben noch eine Spitzhacke. Sehr gut. Dachte schon, ob wir die hingelegt haben irgendwo. Okay. Dann. Nochmals eine Eisenspitzhacke, und das reicht eigentlich. Eine Eisenschaufel möchte ich noch haben. Und der Rest ist egal. Ja. Nichts
zu wenig Blöcke. Was wir können noch ist hier verschiedene Blöcke rüber tun. So. Dann hätten wir das. Okay. Haselnuss haben wir hier runter am besten. Und jetzt können wir slash warm machen. Und Farmspot 1. Und direkt in die Höhle und noch ein bisschen meinen. Hm? Also. Nochmal kurz schauen. Ja, 9 Minuten haben wir noch Zeit für den Part. Ja, klar, endlich einen zweiten Bildschirm, aber ich habe jetzt bis jetzt noch keinen guten Bildschirm gefunden, der für meine Ansprüche garantiert. Ja, gut. Muss halt einfach einen schlechten kaufen. Aber die sind schon recht teuer, die Bildschirme. Ich möchte mal einen 8K-Bildschirm holen, aber ja, die kosten 2000 plus Euro. Das ist viel zu viel. Für mich ist nur 8K gut genug. Nein, ich bin natürlich niemals so ein Gönner. Mir reicht eigentlich Full HD und 24 Zoll. Aber das gibt's nicht mehr oft. Also viele Läden, Online-Shops bieten die gar nicht mehr an. Das ist zu schade. Deshalb ja. Ah, endlich Diamant. Und gleich mal 3, 4 Stück, 5 Stück, 6 Stück. Wow. Ja. Sehr gut, haben wir endlich Diamanten gefunden. Wunderbärchen. Jo. Vielleicht sollen wir noch. Komm, komm, ich schon zurückkehren. Jupp, jupp, jupp. Aber mein macht schon Spaß. Wieder durch das Modpack. In Vanilla hatte ich nie Bock zu farmen, zu meinen. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir schon Level 17, jetzt können wir bald verzaubern. Bücher haben wir ja. Aber noch nicht genug natürlich. Ja, wir brauchen vor allem Leder. Das wird schwer, an Leder zu kommen. Vielleicht doch eher noch ein bisschen in der Farmwelt herumschauen im nächsten Part oder so, wenn endlich mal auch Tageszeit hier da ist. Diese ganz weg. Es fehlen einfach die Sonne und so. Ja, gut. Es ist immer Nacht auf unserem Planeten. Das ist nicht schön, um so zu sehen. Immer nur Nacht. Problematisch. Man bekommt schon Depressionen wegen dem fehlenden Tageslicht. Hat Vitamin D-Mangel und so, ja. Wir sind Vampire, wir brauchen immer Nacht, ja. Okay. Tja, tja, tja. So, am Nachmittag mache ich mal Sport. Das ist klar, heute ist schönes Wetter. Morgen leider nicht mehr. Da kommt gut hin. Winterbiese, bis ins Flachland, Schnee. Oh je. Aber wir sind ja noch ein bisschen gebirgig. Deshalb kommt bei mir wahrscheinlich kein Schnee. Das ist schon noch gut. Vielleicht ein bisschen schneit, tut's aber nicht an. Annehmen. Aha. Sag doch, dass die Fackeln weg sind. Hallo. Oh. Einmal ist nicht da. Na? Also Obsidian haben wir schon mal.
nicht so eine spannende Höhle, aber. Aua. Fehlt einfach ein Block. Was ist jetzt eigentlich so? Ja, Baby. Ja, Baby, ja! Yeah. Ah, das braucht man auch. Die sind. Wie viel ist das? Okay. Aber ein bisschen langsam. Das ist nämlich viel zu groß. Und geslowt? Ja. Okay. Okay, haben wir auch endlich. Also auf Level 35 werde ich wieder ein bisschen EXP machen, erschaffen. Den mit, wir müssen sowieso zurück. Eat or. Ja. Also, ich bleibe noch in dieser Höhle, aber beenden Part. Vielleicht können wir dann. Ja, wir sind sowieso wieder in die Höhle rein, da wir ja nicht teleportieren dürfen. Ja, ja, oh, Piece, wir machen doch das gerne. Noch ein bisschen Kohle abbauen, genau. Also dann wünsche ich euch viel Spaß noch mit anderen Videos oder Games. Und der nächste Part kommt, sobald das gefixt ist. Heute hat er hoffentlich Zeit, der Techniker. Sehen eher zahme, glaube ich. Ja, nehmen noch mit. Der Rest brauchen wir nicht. Gut, Silber haben wir nicht. Ne. Machen wir aber auch noch kurz. Mitnehmen. Ja, okay. So, wunderbar. Tschüss.